Ihr könnt mich in den Palastgarten bringen? Holla, immer langsam. Es kann sein, dass ich weiß, wie man in den Palast kommt. Dann nennt euren Preis. Aber nur unter der Bedingung, dass ihr mir helft, jemanden zu finden. Gold kann ich selber stehlen, aber gute Leute sind schwer zu kriegen. Es gibt in der Unterstadt einen Dieb, der mir keine Anteile zahlt und frech vor meiner Nase raubt, was rechtmäßig ich hätte stehlen sollen. Sein Name ist Flink McWinter. Geht ihn suchen und sorgt dafür, dass er mir meine Anteile zahlt. Meine Leute kennt er alle und er ist schnell zu Fuß, der kleine Bastard. Oh nö. Flink, ja, ich kann mir vorstellen, dass ihr mit ihm Ärger habt. Wie komme ich in die Unterstadt? Die Unterstadt ist kein Problem. Sagt dem Wachmann beim Tor, ihr hättet eine Lieferung von Alia. Ich bezahle ihn gut, der wird schon spuren. Okay. Ja. Alia sucht Flink McWinter. Flink McWinter sorgt wieder einmal für Ärger. Diesmal hat er sich mit der Diebin Alia angelegt. Oh, Streunerin Nadine hat eine Quest für uns. Flink McWinter sorgt wieder einmal für Ärger. Diesmal hat er sich mit der Diebin Alia angelegt. Bringt ihn zu ihr, damit die beiden ihre Differenzen klären können. Sucht Flink McWinter in der Unterstadt von Empyria, östlich des Armenviertels. Flink McWinter treibt sich laut Alia in der Unterstadt herum. Sagt dem Wachposten am Tor der Unterstadt, dass ihr eine Lieferung von Alia habt. Er wird euch in die Unterstadt lassen. Sucht dann dort nach Flink McWinter. Gut, kann ich machen. Hey, ihr da! Wer, ich? Psst, ja, hört mal. Ich hab euch ein unglaubliches Angebot zu machen. Seht, hier habe ich eine mächtige Waffe, den Titanenhammer. Diesen Hammer könnt ihr verwenden, wenn ihr euch ein wenig mit großen Schlagwaffen auskennt. Dies ist eine Waffe für Helden. Große Schlachten hat dieser Hammer gesehen. Wenn ihr mit ihm trefft, birst Stein und Stahl. Ihr werdet bei euren Feinden damit einen ungeheuren Eindruck hinterlassen. Ich sehe, ihr seid interessiert. Ich mache euch ein Angebot. 400 Goldstücke für diesen Gegenstand. Okay. Das hätte ich mir gerade so leisten können, aber ich brauche den Hammer nicht. Habe aber gerade so das Gefühl, dass ich eine Quest verpackt habe. Oh, Urias will nicht mitkommen. Diese Stadt ist ein Ort des Lasters. Lasst uns weiterziehen. Urias, wir brauchen die Hilfe dieser Leute. Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns anzupassen. Ha! Ich schätze, ich wäre euch hier keine große Hilfe, Freund. Ich habe zu lange gegen Unrecht gekämpft, um jetzt tatenlos daran vorbeizugehen. Ich werde hier auf euch warten und hoffen, dass euch dieser Sündenpfuhl nicht verschlingt. Gut, wie ihr wünscht, Urias. Passt gut auf Alia auf. Gut. Dann lasst mich mal in die Stadt. Bitte? Kein Zutritt zur Stadt. Ich habe eine Lieferung von Alia. Was? Ihr treibt Geschäfte mit Alia? Unmöglich. Warum? Immerhin treibt sie ja auch Geschäfte mit euch. Leise doch. Man könnte uns hören. Also gut. Öffnet das Tor. Ihr könnt passieren. Das Tor sieht übrigens interessant aus. Schickes Steintor. Und ja, Halsabschneider gibt's hier. Oh, ein Weinhändler. Und da ist Flink. Und da ist Hauptmann Ishtar. An Hauptmann Ishtar kann ich mich noch erinnern. So, du verkaufst Branntwein, Rotwein,
und ein Mörser. Nichts, was wir... Ach, kaufen wir mal alles drei. Flink lassen wir es noch in Ruhe. Shazam. Okay, ein Questgeber. Herzlich willkommen in Empyria, Fremder. Mögen eure Wege stets mit Glück und Gold gepflastert sein. Darf ich euch zu einer kleinen Sitzung in meiner Barbierstube laden? Schneiden, kämmen, ölen für nur 5 Silber. Ein Sonderpreis für Nordländer. Nun, ich... Günstiger bekommt ihr es hier nicht. Und ich wage sogar zu sagen, auf der ganzen Welt nicht. So etwas gibt es nur in Shazams Barbierstube. Was sagt ihr? Wisst ihr... Natürlich. Ihr fragt euch jetzt, wie macht er das? Ist das ein Trick? Gar Betrug? Doch ich und viele zufriedene Kunden sagen, nein. Es ist der beste und billigste Haarschnitt in ganz Empyria. Also... Ihr werdet es nicht bereuen, das schwöre ich, bei dem Grab meines Großvaters. Also, was soll es sein? Schneiden? Ein wenig Duftöl? Oder gar das Lockeneisen? Für den Anfang ein paar Fragen. Oh, schade. Nun, ihr hättet ein wenig Pflegebitter nötig, wenn ich das mal anmerken darf. Aber gut, dann fragt. Was gibt es Besonderes in der Stadt? Oh, seitdem die Hasim im Umland so zänkisch geworden sind, ist es hier in Empyria geradezu gespenstisch ruhig. Vor einem Jahr noch hättet ihr kaum stehen können vor Händlern, Musikanten und Schaustellern. Aber das Leben in Empyria ist härter geworden. Die Steuern des Kaisers sind hart und die Diebin Alia mit ihrer Bande lässt uns kaum zur Ruhe kommen. Ich habe schon 7 Schlösser an meiner Tür. Jetzt berichtet man sogar, dass kleine Mädchen spurlos verschwinden. Ach, die schönen Jahre sind vorbei, ich sag's euch. Ihr könnt für Auskünfte auch ruhig Hauptmann Ishtar fragen. Er ist ein recht freundlicher Zeitgenosse. Zumindest für jemanden von der Stadtwache. Es werden Mädchen vermisst? Ja, junge Mädchen, allein 8 schon diesen Mond. Die meisten von ihnen verschwanden in der Nähe des Palastes. Irgendein Monster haust in unserer Stadt. Oder zumindest ein sehr böser Mensch. Ich habe meiner kleinen Fatma verboten, aus dem Haus zu gehen. Jetzt weint sie den ganzen Tag. Sie spielt doch so gerne im Bazar. Aber ich würde es nicht überleben, wenn meiner Kleinen etwas zustößt. Ah, Freund. Ich suche jemanden namens Flink McWinter. Ach, dieser Kerl. Ihr kennt ihn? Jeder Mensch, der aussieht, als hätte er sich seit der Konvokation nicht mehr gekämmt, bleibt mir zwangsläufig im Gedächtnis. Auch wenn das für mich nicht immer erfreulich ist. Dieser Flink lungert meistens in der Gegend von Boros Weinstand herum. Das ist nicht weit südlich von hier. Immer der Nase nach. Okay. Gut, aber er hat auch gemeint, wir sollen mit Ishtar reden. Oh, eine Kiste in der Nähe von Ishtar. Zirkusherr. Also ja, wir können uns hier eine ganze Weile umsehen. Willkommen in Empyria, Runenkrieger. Ich bin Ishtar, Kommandant der Stadtwache. Ihr solltet vorsichtig sein, Freund. Ein einflussreicher Jemand möchte, dass ihr verschwindet. Und zwar endgültig. Und wer ist das? Das weiß ich nicht, aber General Yrmir hat Befehl erlassen, euch nicht in die obere Stadt zu lassen. Ich hege keinen Groll gegen euch, aber gebt mir auch besser keine Gelegenheit dazu. Haltet Frieden. Ich habe genug Ärger mit den Traumstaubhändlern und den Vermisstenfällen. Ich kann nicht noch einen kampfeswütigen Runenkrieger gebrauchen. Was habt ihr für Ärger mit den Traumstaubhändlern? Ganz einfach. Sie verkaufen Traumstaub.
Die Gesetze des Kaisers verbieten dieses Mittel, es sei denn, es wird von einem Heiler verordnet. Es benebelt den Geist. Was bedeutet, dass jeder, der es trotz der Gesetze beschaffen kann, damit unter der Hand ein Vermögen verdient? Reiche Leute zahlen sehr gut für solche Art Kurzweil. Die Händler sind gewitzt, sie riechen unsere Spitze irgendwie. Wir kommen ihnen nicht bei. Ihre Ahnen mögen verflucht sein. Drogen. Sollte euch jemand Traumstaub anbieten, habt ihr meine hochoffizielle Erlaubnis, kurzzeitig das zu vergessen, was ich über kampfeswütige Runenkrieger gesagt habe. Jedes Gramm Traumstaub und jeder Händler, den ich von der Straße habe, ist ein Segen für diese Stadt. Besonders dieser Brigor. Er ist der schlimmste von ihnen. Zweimal haben wir ihn schon gefasst, aber jedes Mal ist er entwischt. Nun ist er so vorsichtig, dass meine Spitzel überhaupt nicht mehr an ihn herankommen. Ich weiß einfach nicht, wo er sich versteckt. Er kennt die größten Traumstaublager in Empyria. Wenn ich ihn lebend bekäme, wäre mir das eine ordentliche Belohnung wert. Was gibt es sonst noch in der Stadt? Alles, was ihr wollt. Kurz gesagt, die Stadt teilt sich in 6 Bereiche, in denen es von Gift bis Liebe so ziemlich alles zu kaufen gibt. Das hier ist die Unterstadt. Hier lebt das gemeine Volk, die Arbeiter und Handwerker. Von hier aus geht es in den Basar, das Tempelviertel und den Zirkus. Am höchsten Punkt der Stadt thront der Palast des Kaisers und ganz unten, vor den Toren, findet ihr das Armenviertel. Was ist der Basar? Das ist der große Markt, würde sagen, der größte in ganz Xu. Er liegt in der Mitte der Stadt und die meisten Bürger gehen täglich dorthin. Bis auf das Armenviertel hat jeder Bereich der Stadt einen Zugang zum Basar. Man könnte sagen, er ist das Zentrum der Stadt. Dort findet ihr alles, was das Herz begehrt. Vor allem aber die wichtigsten Exportgüter der Stadt. Tücher, Gewürze und Gold. Viele fahrende Händler haben dort ihre Zelte aufgeschlagen und bieten ihre Waren feil. Der Basar wird von den Palastwachen überwacht und von daher ist es dort recht sicher. Sie sind besser ausgebildet und bewaffnet als meine Stadtwachen. Erzählt mir mehr über den Palast. Der höchste Punkt der Stadt. Dort regiert seine Majestät, der Kaiser, stets bewacht von dem bronzenen Riesen, den seine Vorväter einst bauten. Östlich des Palastes ist die Garnison der Goldenen Garde, der Palastwache. General Yrmir führt dort ein hartes Regiment. Im Westen des Palastes liegt der Garten, der schönste Ort in ganz Empyria, wenn ihr mich fragt. Aber dort haben nur wenige Zutritt. In seiner Mitte liegt nämlich das Portal zu dem rätselhaften Dryadenhain. Der Kaiser lässt dieses Portal argwöhnisch bewachen. Was ist das Tempelviertel? Das ist ein wunderlicher Ort. Ihr müsst wissen, hier in Empyria gibt es nur einen Gott, und das ist der Kaiser selbst. Aber viele Händler, die hier durchreisen, gehören dem Wächterglauben an, und die Priester der Wächtergötter sind ein wahrer Segen, denn sie heilen und helfen, wo sie können. Also hat der Kaiser ihnen einfach erlaubt, hier einige Tempel zu bauen. Sie dürfen ihre Rituale und Gebete ausführen und Gottesdienste halten, vorausgesetzt, sie bleiben damit im Tempelviertel. Und ich glaube, ich muss mir irgendwann einmal diesen Puppenspieler und sein Theater der Blauen Rose vorknüpfen. Seitdem die sich im Tempelviertel eingenistet haben, sind hier einige Morde geschehen, bei denen man eine blaue Rose an der Leiche gefunden hat. Ich möchte wetten, dieses Puppentheater ist nur eine Maskerade für eine Gruppe von Assassinen, vielleicht sogar eine Assassinengilde. Sprechen wir über das Armenviertel. Ja, das ist ein leidiges Thema. Man nennt Empyria die goldene Stadt und doch leben dort Leute in Armut und Schlamm, direkt vor den Stadttoren. Es ist ein Elend. Wir nennen es auch das Fremdenviertel. Jeder Einwanderer muss erst einmal dort bleiben, bis er eine Arbeit gefunden hat. Und jeder, der seine Arbeit verliert, wird früher oder später dorthin verstoßen. Ich hasse es, weil ich gesehen habe, wie gute Menschen dort zugrunde gegangen sind, die einfach Pech hatten. Und die Stadt ist dadurch auch nicht ruhiger geworden. Findige Diebe wie Alia oder dieser McWinter kennen sowieso immer einen Weg, um wieder Unfrieden zu stiften. Ich wünschte, ich könnte meinen Leuten mehr bezahlen, dann wären sie nicht so verflucht bestechlich. Ihr solltet dort draußen vorsichtig sein. Es gibt einige Banden, die würden euch schon eurer Kleidung und Waffen wegen über die Klinge sprengen lassen. Sollen sie versuchen.
Was gibt es im Zirkus? Vor allem Schaukämpfe. Der Kaiser hat wenig Gefallen daran, von daher ist die Arena ziemlich verfallen. Aber es gibt immer noch Gladiatoren und Bestien, die sich dort ab und an die Schädel einschlagen. Unfug, wenn ihr mich fragt. Es gibt genug Blutvergießen hier. Aber ihr könnt im Zirkus etwas übers Kämpfen lernen. Einige der Gladiatoren sind recht geschickt. Und nördlich der Arena liegt die kaiserliche Bank von Empyria. Das ist etwas Besonderes und wir sind recht stolz darauf, obwohl ich als Soldat nicht ganz verstehe, was da vor sich geht.